Es gibt einen neuen Skandal bei Burger King und diesmal ist es noch viel krasser als zuvor. Magenverstimmungen, brauner Salat, roher Burger, ranzige Mayo. Die Beschwerden sind zahlreich. Doch eine Bewertung fällt mir besonders auf. Eine Kundin postet Fotos von einer Made, die sie in ihrem Burger gefunden hat. Außerdem werden bei Burger King Mitarbeiter migrantischer Herkunft systematisch ausgebeutet. Ich bin mit einigen Sachen hier nicht zu tun. Du bist Deutsch und kriegst vielleicht Urlaubstage und du kriegst vielleicht deine Krankenkarte, wenn du krank bist. Aber nur, wenn du nicht mehr ins Büro steigst. Warum? Die ganzen Migranten, die auch schon kriegen das. Weil die das nicht wissen, dass es denen gesetzlich zusteht. Und die angeblich jetzt wirklich veganen Produkte sind immer noch nicht vegan. Wie viel Fleisch steckt wirklich in den vegetarischen Produkten? Du gehst auch schon wieder plant-based. Drin lassen? All das und noch viele unfassbar schlimme Bilder gibt's in der neuesten Doku von Team Wallraff zum Skandal bei Burger King. Und glaub mir, es wird wirklich noch mal schlimmer. Und ich werde das Ganze erneut kommentieren und analysieren. Hallo, ich bin Alex und diese Doku gibt es natürlich übrigens auch wieder in voller Länge auf RTL Plus und da habe ich nachher sogar noch eine coole kleine Promo-Aktion. Aber dann würde ich sagen, wir fangen erstmal überhaupt direkt mit dem Skandal bei Burger King an. Und der hat ja eigentlich schon im letzten Jahr angefangen, da habe ich ja auch ein großes Video zu gemacht. Erst im letzten Herbst haben wir über grobe Missstände bei Burger King berichtet. Haltezeitenbetrug, Mäuse und Maden in Filialen und schlechte Lebensmittelsicherheit. Burger King sprach damals von Einzelfällen und gelobte Besserung. Ja, das war wirklich schon ganz schön übel. Ich verlinke dir das Video dazu da oben nochmal. Und da gab es wie gesagt Ratten und Mäuse, Leute, die sich wegen Burgern erbrechen mussten und noch viel, viel Schlimmeres. Und eigentlich erwartet man von einem internationalen Großkonzern dann natürlich, dass er an dieser Stelle was ändert. Und deswegen hat Team Wallraff wieder Undercover-Journalisten eingeschleust. Und das hier ist ohne Witz das allererste, was der nach seiner Einstellung sieht. Und da merkt man schon, nein, es hat sich nicht alles verbessert. Und da muss man ein bisschen aufräumen. Ein bisschen? Mein erster Eindruck, alles wirkt chaotisch und unaufgeräumt. Offene Pakete stapeln sich im Flur und Wagen blockieren den Durchgang. Der Umkleideraum wirkt auf mich verwahrlost. Die Sanitäranlagen sind teils alt und verrostet. Auf dem Boden sind undefinierbare Flecken und Schmutz. Die Regale sind voller Staub und Dreck. Okay, das sieht ja schon mal super aus. Fairerweise muss man aber sagen, das, was wir da jetzt gesehen haben, das sind natürlich üblicherweise nicht die Orte, an denen dann die Lebensmittel zubereitet werden. Aber auch da bekommt der Journalist nach ganz, ganz kurzer Zeit einen ziemlich miesen Eindruck. Denn mit Hygieneregeln nimmt man es da wohl einfach nicht so genau. Mir fällt auf, keiner trägt Handschuhe. Das ist zwar nicht vorgeschrieben, doch hoffentlich waschen sich alle regelmäßig die Hände. Ja. Bei der Zubereitung der Burger fällt mir auf, dass die Ware in den Schalen nicht mehr ganz so frisch aussieht. Die Jalapenos in meinen Händen fühlen sich schleimig und glitschig an. Und vielleicht kennst du das tatsächlich sogar auch, ich nämlich schon. Wenn man manchmal in einem Fastfood-Restaurant ist, hat man ja gerade bei Gurken auch manchmal das Gefühl, dass die schon irgendwie ein bisschen merkwürdig sind und auch ein bisschen merkwürdig schmecken. Und das hat bei Burger King, zumindest in dieser Filiale, wohl auch einfach System. Das ist schon matschig, ne? Ist egal, ja? Nicht so viel nur. Okay. Es ist also egal, ob die Jalapenos frisch sind oder nicht. Sie kommen rauf auf den Burger und gehen gleich an den Kunden zum Verzehr. Und dann wird es nach ganz kurzer Zeit gleich mal richtig, richtig widerlich. Und ich möchte an dieser Stelle tatsächlich nochmal einen kleinen Trigger-Alarm loswerden. Wenn du Probleme mit Übelkeit hast oder generell mit ekelerregenden Lebensmitteln, dann ist diese Doku an vielen Stellen wahrscheinlich leider nichts für dich. Denn Jalapenos sind das eine, Champignons, die zu lange stehen, sind das andere. Und das, was wir da gleich sehen, das ist doch auch definitiv extrem gefährlich für die Gesundheit. Und auch die Champignons sehen nach schon mal gegessen aus und bekommen trotzdem ein neues Haltezeitenetikett, obwohl sie in 20 Minuten entsorgt werden müssen. Jetzt werden sie nochmal um 4 Stunden verlängert. Guten Appetit!
Boah, grausamer Anblick. Und hierzu muss man generell mal eine Sache, glaube ich, erklären. Eben fiel ja schon der Begriff Haltezeiten. Haltezeiten bedeuten also im Umkehrschluss eigentlich nichts anderes, als dass es in einer Burger King-Filiale so ist, dass man markiert, wie lange ein Lebensmittel schon in Gebrauch ist, also wie lange es da schon steht und wie lange es noch benutzt werden soll oder darf. Ja, nur das sind natürlich Regeln und an die muss man sich ja nicht unbedingt halten. Und auch hier hat der Betrug damit, wenn man so möchte, wieder System. Ellie geht zu einer Maschine und druckt Etiketten aus. Das sind nicht irgendwelche Etiketten, sondern darauf stehen die Haltezeiten für die Lebensmittel. Wann sie zubereitet und wann sie weggeworfen werden müssen. Dann geht sie von Lebensmittel zu Lebensmittel, entfernt die alten Aufkleber und alles bekommt hier eine neue Haltezeit. Auch wenn es schon längst entsorgt werden müsste. Ja, und das führt dann logischerweise nicht nur dazu, dass man nach kurzer Zeit mit Lebensmitteln arbeitet, die de facto wahrscheinlich kaum noch genießbar sind, sondern die wirklich auch gesundheitsschädlich sind. Und das kann man sehr einfach noch schlimmer machen, wenn man zusätzlich auch noch ganz viele Keime anschleppt. Und da gibt man sich in dieser Filiale auch sehr viel Mühe mit. Brötchen stapeln sich hier palettenweise im Flur. Dabei ist der Flur viel zu klein. Damit überhaupt ein Durchkommen ist, muss Ellie erst einmal die Mülltonnen verschieben. Ohne Handschuhe. Und danach wäscht sie sich auch nicht die Hände, bereitet aber sofort weiter Burger zu, auch ohne Handschuhe. Mich schaudert es an dieser Stelle schon. Nun kann man aber natürlich argumentieren und sagen, okay, vielleicht ist das diese eine Mitarbeiterin, die ein Problem hat und vielleicht war es ja auch nur an diesem einen Tag so. Allerdings war der Journalist ein bisschen länger da und diese Beobachtung war definitiv kein Einzelfall. Während meines gesamten Einsatzes konnte ich nicht ein einziges Mal beobachten, dass sich meine Kollegen hier die Hände gewaschen haben. Krass. Aber wisst ihr, was ich mich an dieser Stelle auch gefragt habe? Was sagt denn jetzt Burger King dazu? Also die Filiale, um die es da geht, die gehört zu einer größeren Kette von Franchise-Nehmern, so heißt das ja, nämlich der Schlossburger GmbH. Und die haben natürlich, nachdem sie Team Wallraff darauf auch angesprochen hat, auch was dazu gepostet bzw. geschrieben. Nur klingt das einfach so, als wäre alles, was wir gerade gesehen haben, schlicht gelogen. So müssen die Hände mindestens einmal stündlich oder bei Bedarf öfter gewaschen und desinfiziert werden. Unsere Mitarbeitenden müssen zum Beispiel vor dem Anziehen oder beim Wechsel von Einweghandschuhen, beim Betreten der Küche, nach dem Einräumen von Ware oder der Entsorgung von Müll die Hände waschen und desinfizieren. Der Prozess wird trainiert und vom Management kontinuierlich kontrolliert. Klingt cool, wird aber de facto wohl auch einfach nicht gemacht. Und auch das scheint wirklich System zu haben, denn vielleicht wissen das einige von euch, wenn man zum Beispiel in der Gastronomie anfängt zu arbeiten, bekommt man eigentlich auch eine Schulung, gerade was Hygiene angeht und Händewaschen und so. Und das muss man dann auch unterzeichnen und der Chef muss das unterzeichnen und dann darf man mit Lebensmitteln arbeiten. Ja, oder man umgeht das ganze Prozedere einfach und kann direkt unterschreiben. Und spätestens hier fängt es dann natürlich an, auch strafrechtlich wahrscheinlich relevant zu werden. Unterschriften, diese vierte Blätter sowas, ja, ein Autogramm, so, Unterschrift, alles. Was ich genau unterschreibe, weiß ich gar nicht. Zeit zum Lesen habe ich keine. Ich frage trotzdem mal nach. Was ist das hier jetzt alles? Das ist ja alles Lebensmittelsicherheit. Ah, okay. Ja, also, okay, Lebensmittel oder Brandschutz. Genau, Brandschutz und Lebensmittel und sowas alles. Ah, genau. Dann habe ich hier also unterschrieben, dass ich in Lebensmittelsicherheit und Brandschutz belehrt wurde. Stimmt aber nicht. Ich mag übrigens diese unterschwellige Satire in dem Beitrag sehr gerne, die erinnert mich nämlich an meinen eigenen Humor. Aber auch hier bin ich jetzt wieder sehr daran interessiert, was sagt denn jetzt die Schlossburger GmbH dazu? Und auch hier ist die Antwort einfach wieder sehr, sehr merkwürdig. Dazu die Schlossburger GmbH. Die Mitarbeitenden dürfen erst nach dem Nachweis über die Erstbelehrung im Restaurant tätig werden. Alle neuen MitarbeiterInnen erhalten klar vorgegebene Trainings durch unsere Restaurantmanager. Ja, aber nochmal, ich meine, das klingt ja cool, aber wir haben ja eben gesehen, in vielen Fällen passt das einfach nicht. Und es gab, wie gesagt, ja auch schon diese Doku im letzten Jahr und übrigens bei Burger King natürlich auch noch viele weitere, die immer wieder gezeigt haben, dass das de facto einfach nicht stimmt. Und dann wird es in dieser Filiale übrigens noch ein bisschen widerlicher und merkwürdiger. Denn ihr kennt das bestimmt alle, wenn man in ein Fastfood-Lokal geht, dann sind da ja auch schon immer so Burger aufgereiht, damit man die schnell an die Kunden weitergeben kann. Und die sind wohl manchmal schon sehr, sehr alt. Etwas später sehe ich, dass eine jüngere Kollegin fertige, verpackte Burger aus der Auslage nimmt und sie in neues Papier wickelt. Finde ich erst einmal komisch.
Und ich bin ganz ehrlich und ein bisschen naiv, ne? Ich hatte an dieser Stelle wirklich gehofft, dass das irgendwie bedeutet, dass das in spezielles Papier gepackt wird und dann weggeworfen, weil die Lebensmittel sind ja alt, die Burger sind trocken, die Soßen sind wahrscheinlich schon ranzig. Aber nein, natürlich nicht. Die Burger werden, wenn man so möchte, einfach nur neu zusammengebaut. Die Kollegin kratzt einfach die alte Soße ab und schmiert neue drauf. Wieder neues Papier drum und auf geht's zum Verzehr. Lecker. Das Krasse an dieser Stelle für mich ist, ich bin bei Soßen zum Beispiel irgendwie mega komisch. Und selbst wenn man die alte abkratzt, bedeutet das ja, da bleibt natürlich immer ein bisschen was am Brötchen kleben. Und ihr kennt das vielleicht, wenn da wirklich schon so harte Stücke in der Soße sind. Also ich persönlich finde es ganz, ganz schlimm. Und so ähnlich hat übrigens auch ein relativ bekannter Koch reagiert, dem das Team Wallraff dann diese Bilder gezeigt hat. Und dessen Meinung kann man nur zu 100% unterstreichen. Ja, es hat mich gerade geschüttelt. Und dann mit den Händen anfassen. Das ist noch eine Steigerung zu den letzten Malen. Also, dass dann Burger systematisch auseinandergebaut und wieder zusammengebaut werden und Fleisch dann wieder in die Wärmeschublade kommt. Ich weiß ja noch nicht mal, wie lange das Fleisch vorher verlängert wurde. Wenn das jetzt schon 5-mal verlängert wurde und dann nicht verkauft wurde, dann lege ich es wieder zurück und es wird nochmal 5-mal verlängert. Ist ohne Worte. Definitiv, aber glaub mir, es wird noch viel, viel widerlicher. Vorher wollte ich aber ganz kurz mal auf die Promo-Aktion aufmerksam machen, die ich vorhin schon erwähnt habe. Und zwar gibt es die Doku ja bei RTL Plus. Und bei RTL Plus gibt es eine ganze Menge an coolen Reality-TV-Formaten. Demnächst kommt zum Beispiel die Bachelorette immer schon eine Woche vorher. Und es gibt auch erstaunlich viele wirklich gute Serien. Damit man das möglichst alles und ohne viel Werbung gucken kann, gibt es dann RTL Plus. Und das kostet normalerweise 6,50 Euro im Monat, mit meiner Promo-Aktion allerdings nur 3,50 Euro. Und das Ganze gilt auch noch für einen Monat. Ich packe dir den Link dazu ganz oben in die Videobeschreibung. Da ist schon alles vorher eingegeben. Ansonsten gibst du aber einfach den Code ONIONDOG50 ein und sparst eine ganze Menge Geld. Gilt natürlich nur für Neukunden und so. Und wie das alles ganz genau abläuft, guckst du dir am besten nochmal exakt in dem Link an. Ist aber auf jeden Fall eine vernünftige Idee. Und wir schauen jetzt natürlich direkt in der Doku weiter. Denn in dieser Filiale gibt es auch noch ein ganz anderes Problem mit den Lebensmitteln. Die werden nämlich ein bisschen angeknabbert. Und diesmal nicht mal von Ratten. Immer wieder kann ich sehen, dass hungrige Kollegen mit den Fingern in die Schüsseln greifen und sich daraus bedienen. Nochmal, ich habe während meines Einsatzes nicht einmal gesehen, dass sich die Kollegen in der Küche die Hände gewaschen haben. Und da weiß ich dann schon gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Also man könnte ja noch fast irgendwie positiv bemerken, naja gut, wenn die Mitarbeiter das noch essen, kann es ja so schlimm nicht sein. Aber ich finde das wirklich, wirklich richtig mies, weil letztlich geht man ja in ein Restaurant, wenn man so möchte. Und da kann man ja eigentlich schon erwarten, dass sich nicht nur an Hygiene gehalten wird, sondern dass man auch Essen bekommt, was natürlich nicht schon benutzt ist, wenn man das so ausdrücken möchte. Warum allerdings Burger King in vielen Situationen so handelt, das erklärt dann nochmal der Spitzenkoch. Und das zeigt natürlich auch nochmal, warum das eigentlich wirklich System hat. Weil halt so viel wie möglich Geld aus den Gästen gezogen werden muss. Es wird halt möglichst gar nichts weggeschmissen und es ist am Ende egal, was der Gast bekommt. Es ist auch egal, ob der Gast gesund bleibt. Und wir haben ja auch die Bewertung, wo drin steht, dass viele Gäste eben nicht gesund bleiben. Also es wird mit der Gesundheit der Gäste gespielt, nur damit man mehr Geld verdient. Übel, oder? Stellt euch das mal vor. Also in dem Moment, wo ihr entweder die Karte ans Terminal gehalten habt oder meinetwegen auch mit Bargeld bezahlt, seid ihr eigentlich dem Konzern schon nichts mehr wert. Und das zeigen dann auch die folgenden Bilder. Die sind bei Weitem noch nicht die schlimmsten, die wir heute sehen werden, aber welche, die mich persönlich extrem getriggert haben. Denn ich möchte definitiv nicht, dass ein fremder Mund schon mal an dem Essen war, was ich mir dann in meinen stecke. Der Kollege, der gerade noch die Nuggets gegessen hat, ohne sich danach die Hände zu waschen, probiert jetzt seine Zähne als Milchtütenöffner. Beherzt beißt er zu und nimmt den Milchtütenverschluss ganz in den Mund und öffnet mit den Zähnen die Milchpackung. Danach trinkt er noch die Milchreste aus. Widerlich, oder? Aber wie gesagt, noch nicht das Schlimmste. Aber an dieser Stelle hat mich dann nochmal interessiert, was die Schlossburger GmbH eigentlich dazu sagt. Und ihr könnt es wahrscheinlich schon erahnen, alles, was wir eben gesehen haben, haben wir uns natürlich nur eingebildet. Selbstverständlich würde eine solche Praxis gegen unsere Vorschriften verstoßen. Das Restaurant verfügt über einen Öffner, der genau für diesen Zweck, Öffnung der Milchbehälter, vorgesehen ist. Er ist im Restaurant vorhanden. Wir haben dies kontrolliert.
Ja, ja, waren definitiv alles nur Halluzinationen. Merkwürdigerweise haben dann aber sehr viele Menschen Halluzinationen. Und einige werfen ja zum Beispiel auch Team Wallraff vor, naja, die machen das vielleicht auch einfach im Auftrag von McDonald's und in vielen Burger King-Filialen sieht es eigentlich super gut aus. Blöderweise gibt es ja nur heutzutage Social Media und auf TikTok und so, und ihr habt solche Videos bestimmt auch schon mal gesehen, bekommt man oftmals mit, was in den Filialen wirklich so abgeht. Ja, und irgendwie sind die folgenden Bilder ja ein kleines bisschen amüsant, aber gleichzeitig auch einfach nur unfassbar traurig. Im Netz kursiert dieses Video. Ein junger Mann hat anscheinend eine Ratte in einer Filiale in Heilbronn gefilmt. Ein lustig anmutendes Video, das gar nicht so lustig ist. Auch diese Bilder vom Stuttgarter Bahnhof bekommen wir zugeschickt. Hier hat eine Burger King-Filiale Paletten mit Brötchen geparkt. Sehr zur Freude der Tauben, die sich anscheinend durch die Verpackung gepickt haben und es sich jetzt richtig schmecken lassen. Fairerweise muss man aber sagen, solche Bilder kennt man ja auch schon aus der letzten Doku. Das folgende ist dann aber einfach nur widerwärtig und hat zumindest bei mir dafür gesorgt, dass ich heute absolut keinen Hunger mehr habe. Vielleicht ist das ja ein neues Geschäftsmodell für Burger King. Sie könnten vielleicht Ekeldiäten anbieten. Magenverstimmungen, brauner Salat, roher Burger, ranzige Mayo. Die Beschwerden sind zahlreich. Doch eine Bewertung fällt mir besonders auf. Eine Kundin postet Fotos von einer Made, die sie in ihrem Burger gefunden hat. Sie schreibt: Wir waren am Drive-In-Schalter und haben das Essen mit nach Hause genommen. Kurz nachdem ich meinen Burger gegessen habe, bemerkte ich eine lebendige Made. Fazit: nie wieder. Ganz ehrlich, kommt nicht oft vor, aber an dieser Stelle weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, was ich sagen soll. Also neben den gesundheitlichen Implikationen, weil Maden natürlich bedeuten, dass das Fleisch wirklich schon mehr oder weniger verrottet sein muss, sind das einfach Sachen, die bei mir wirklich dafür sorgen, dass ich gar keinen Bock mehr habe, zu Burger King zu gehen. Und an dieser Stelle würden mich nochmal deine Erfahrungen interessieren und natürlich in jedem Fastfood-Restaurant oder vielleicht auch in jedem anderen. Hast du solche Erfahrungen auch schon mal gemacht? Oder vielleicht auch einfach gute? Ich werde wahrscheinlich unter das Video wieder irgendwie einen Kommentar anpinnen oder so, oder du schreibst es mir einfach so. Würde mich sehr interessieren. Beim letzten Mal sind ja unfassbar viele Kommentare zusammengekommen, die ich auch sehr interessiert gelesen habe. Aber gut, trotzdem lassen wir natürlich jetzt noch ein letztes Mal die Schlossburger GmbH was dazu sagen. Und das ist dann einfach nur wie Hohn. Die Einhaltung der hohen Qualitäts- und Hygienestandards in unserem Restaurant wird regelmäßig überprüft, unter anderem mehrfach am Tag vom Restaurantmanagement. So wird zum Beispiel die gesamte Restaurantküche laut Reinigungsplan täglich und bei Bedarf auch darüber hinaus zusätzlich gereinigt. Hierfür stehen detaillierte Reinigungspläne zur Verfügung. Puh. Nun ist es allerdings im Journalismus natürlich so, dass man fair bleiben muss. Und es kann natürlich sein, dass jetzt nur eine Filiale so schlecht ist. Deswegen gibt es auch noch eine andere Investigativjournalistin in diesem Falle, die sich eine andere Filiale anschaut. Und tatsächlich sieht es da ein bisschen besser aus. Also zumindest für ungefähr 10 Sekunden. Auf den ersten Blick wirkt es für mich so, als würde hier auf Hygiene geachtet. Maria erklärt mir alles ganz genau, auch die Haltezeiten für das Fleisch. Laut Burger King-Regeln dürfen die gebratenen Burger-Patties nur eine bestimmte Zeit lang warm gehalten werden. Ist diese Zeit abgelaufen und die Lampe blinkt rot, müssen sie entsorgt werden. Und auch hier merkt man sofort wieder, der Betrug am Kunden, wenn man das so nennen möchte, hat wirklich System. Und das gibt die Kollegin einfach auch relativ unumwunden zu, beziehungsweise sie ist sich keiner Schuld bewusst. Oh, guck mal, das leuchtet rot. Das muss dann... Drucken, nochmal drucken. Ne? Ja? Ja. Muss ich das nicht wegschmeißen? Nein, gut. Nein? Kontrolle kommt, nichts besser. Okay. Kontrolle ist nicht weg. Okay. Ja, und wie wir schon an der Made vorhin gesehen haben, ist der Umgang mit Fleisch besonders wichtig. Dann kommt aber nochmal mein Lieblingsthema, nämlich die Soßen. Und ich bin ehrlich, das sind wirklich Stellen, wo ich mit meinem Würgereiz kämpfen muss. Und ich kann von mir zum Beispiel auch sagen, ich hatte auch schon mal einen Burger, bei dem die Soße sehr merkwürdig geschmeckt hat und ich will eigentlich gar nicht mehr drüber nachdenken. Genauso die Big King Soße. Die Ränder sind bereits stark eingetrocknet, trotzdem verwenden wir sie auch in dieser Filiale weiter für die Burger. Yassin erklärt mir, dass er und seine Kollegen hier selbst nicht essen würden. We wanna eat a burger from this. No?
Okay, aber es wird dann noch schlimmer. Denn man kann bei den Soßen ja immerhin noch argumentieren, dass sie ja wahrscheinlich nicht diese besonders harten Stücke am Rand irgendwie auf den Burger schmieren werden. Aber wie man auch sonst mit den Behältnissen der Soßen umgeht, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum ausgerechnet mich das so hart anwidert, aber das ist für mich mit Abstand das Schlimmste. Mein Kollege Raffi versucht jetzt, die Soßenflaschen sauber zu machen. Eine Spülmaschine gibt es in dieser Filiale vom Burger King nur für kleine Becher. Alles andere muss per Hand gespült werden und das Wasser bleibt leider kalt, erklärt er mir. Not that good. So the water is often cold. Es gibt aber auch noch andere Sachen bei Burger King, die wirklich schlimm sind. Darüber werden wir nachher auch sowieso nochmal sehr ausführlich sprechen müssen. Und zwar sind das die Beschäftigungsverhältnisse. Es ist ja zum Beispiel so, dass relativ viele Leute bei Burger King in Teilzeit arbeiten oder mit einem 450-Euro-Job zum Beispiel. Beziehungsweise ich glaube mittlerweile ist es ein 520-Euro-Job. Ich kenne mich damit aber nicht so schrecklich gut aus. Und da ist Burger King manchmal sehr erfinderisch, damit das dann irgendwie funktioniert. Ich habe meine Notlage einfach erkannt, dass ich das Geld brauchte. Und da hat man mir angeboten, dass ich nochmal einen zweiten 450-Euro-Job aufnehme. Dann hat man mir erklärt, dass ich tatsächlich jemanden suchen könne, der sich dann über mich dann da anmeldet. Und diese Person arbeitet logischerweise dort nicht, sondern ich, aber unter ihrem Namen. Aber um das mal ganz deutlich zu sagen, das ist doch dann Steuerbetrug, oder? Also ich bin jetzt kein Rechtsanwalt, aber es kommt mir zumindest so vor. Und ich habe mir dann auch vor allen Dingen die Frage gestellt, wie kommt die Person denn eigentlich an das Geld? Weil das muss man ja irgendwie am Staat vorbeimachen. Damit das eben nicht auffällt, dann bekommt man schriftlich eine Bargeldauszahlung und dann wird es aus dem Tresor ausgehändigt. Auch hier muss man nochmal ganz deutlich sagen, wenn das stimmen sollte, ist das strafrechtlich relevant. Und es geht in dem Falle übrigens nicht mehr um die Schlosskeller GmbH, sondern um einen anderen Franchise-Nehmer. Aber das macht es natürlich auch nur bedingt besser. Die betroffene Filiale SME Berlin GmbH und Co. KG schreibt dazu: Die von Ihnen behauptete Praxis wird von uns weder betrieben noch geduldet. Nach unserer gründlichen Überprüfung können wir ausschließen, dass Ihre Vorwürfe zutreffend sind. Insbesondere können wir ausschließen, dass eine Person in unserem Unternehmen unter verschiedenen Identitäten arbeitet oder gearbeitet hat. Ach so, naja, dann haben wir uns das, was die Frau eben gesagt hat, natürlich wieder nur eingebildet, ist ja klar. Aber wie auch immer, in der Doku ging es danach dann nochmal um einen anderen Franchise-Nehmer. Der ist insofern besonders interessant, weil das derjenige ist, der auch im letzten Herbst schon angeguckt wurde. F&S Olympia GmbH, die sind glaube ich überwiegend im Ruhrgebiet. Und gerade bei denen müsste sich ja was verbessert haben, weil die ja nun wirklich groß am Pranger standen und teilweise die Restaurants sogar geschlossen wurden. Aber auch da sieht man nochmal das, was wir in dieser Doku ja leider schon zur Genüge kennen. Okay. Das Umetikettieren von Lebensmitteln, die eigentlich entsorgt werden müssten, eine altbekannte Praxis und illegal. Auf den ersten Blick hat sich bei dem Franchise-Nehmer also nicht so viel verbessert. Doch immerhin gibt es nun eine Spülmaschine und die Kollegen müssen nicht mehr alles per Hand abwaschen. Das ist neu. Ja, und ausnahmsweise vielleicht mal das allererste minimal Positive in dieser Doku. Zumindest auch wieder nur für 5 Sekunden. Denn es ist ja schön, wenn man so ein hochtechnisiertes Gerät hat. Wenn man seine Mitarbeiter aber damit nicht einweist, dann kann das am Ende des Tages sogar eher ein Problem werden. Aber warum blinkt das so? Ja, das glaube ich. Mach gar nicht. Scheiße. Und dann ging es ausnahmsweise mal nicht übers Essen, sondern um ein ganz anderes wichtiges Thema, nämlich wie die Arbeitnehmer bei Burger King so behandelt werden. Und auch da scheint es ein System zu geben. Denn viele von euch haben in den Kommentaren und in dem letzten Video völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass es ja doch sehr, sehr viele migrantische Menschen gibt, die da arbeiten. Naja, und vielleicht liegt es daran, dass man die einfacher ausbeuten kann. Ich bin mit einigen Sachen in den Schutz gekommen. Du bist Deutsch und kriegst vielleicht einen Urlaubsfahrer. Du kriegst vielleicht deine Krankenkarte, wenn du krank bist. Aber nur, wenn du eine E-Mail ans Büro schreibst. Warum? Die ganzen Banken, die haben schon Kinder. Weil die das nicht wissen, dass es denen gesetzlich zusteht. Und das ist tatsächlich etwas, von dem ich jetzt nicht nur bei Burger King schon öfter gehört habe. Es gibt Konzerne da draußen, die Menschen einstellen, um sie ausnutzen zu können, weil sie genau wissen, dass diese Menschen sich nicht wehren können, weil es ihnen zum Beispiel an sprachlichen Fähigkeiten fehlt. Und die dürfen dann zum Beispiel auch einfach nicht krank sein. Ich habe wirklich gesehen, wie
District Manager, Kampfmänner und Zerrissen haben vor den Augen von Mitarbeitern. Okay, okay, Chef, die haben alle Angst, weißt du? Und hier nochmal, ne? Das macht mich nicht nur persönlich sehr betroffen, sondern auch verdammt wütend. Und auch nochmal, es gibt Gesetze dagegen. Und ich erwarte eigentlich auch in einem Land wie Deutschland, in dem ja vieles nicht mehr so hundertprozentig funktioniert, dass man sich an diese Gesetze hält. Aber in diesem konkreten Beispiel ist das auf jeden Fall nicht der Fall. Zum Thema Gesetze und so, zum Beispiel, da habe ich einen als Schriftdienstler. Man ist 17 Jahre alt, der darf also bis 22 Uhr arbeiten. Und wahrscheinlich habe ich mir jetzt gerade Sprache, aber da wurde so geplant, was soll ich sagen? Übel. Und für mich wirklich absolut unverständlich, dass man so einfach damit durchkommt. Auf mein letztes Video hat ja übrigens auch das Team von Solmecke reagiert. Ich weiß nicht, ob ihr das dieses Mal auch wieder so macht. Wenn ja, bin ich auf jeden Fall mal sehr auf eure Einschätzung gespannt. Vorher gibt es jetzt aber nochmal eine von einem Fachanwalt für Arbeitsrecht und auch der wird natürlich ziemlich viel von seinem Fach logischerweise verstehen. Und auch seine Bewertung ist absolut bodenlos. Tatsächlich ist es so, dass Minderjährige einen besonderen Schutz haben, dass die nachts nicht arbeiten dürfen. Und wenn das trotzdem erfolgt, dann hat sowohl dieser Vorgesetzte ein Problem als auch die Geschäftsleitung, die offensichtlich das angeordnet hat oder zumindest duldet. Auch das ist wiederum Ordnungswidrigkeiten-Tatbestand respektive auch ein Straftatbestand, wenn es systematisch erfolgt. Uff. Allerdings gehört es natürlich zur Fairness dazu, dass auch in diesem Falle der Franchise-Nehmer was sagen darf. Und, oh Wunder, diesmal geht es mal nicht um Halluzinationen und es wird einfach das Gegenteil behauptet. Das ist ja fast die Antwort, die man sich wünscht. Die F&S Olympia GmbH und Co. KG schreibt, dass ihr dieser Fall nicht bekannt gewesen sei und gibt einen Fehler zu. Konkret war das Geburtsdatum des Mitarbeitenden nicht in dem digitalen System erfasst, das für die Schichtplanung eingesetzt wird. Damit wurde der Mitarbeitende nicht als Jugendlicher im System angezeigt. Diesen Umstand bedauern wir sehr. Wir haben das sofort abgestellt und mit dem Mitarbeitenden und den Eltern Kontakt aufgenommen. Na gut, ich hoffe, mit abgestellt ist hier allerdings nicht gemeint, dass Amir seinen Job bzw. seine Ausbildung verloren hat, weil das wäre dann wieder irgendwie ziemlich mies. Aber es geht natürlich jetzt auch immer noch so ein bisschen um die Frage, hat das jetzt System oder sind das doch nur Einzelfälle? Deswegen hat Team Wallraff sich nochmal eine andere Filiale rausgesucht und, das ist natürlich auch ganz gut, eine Investigativjournalistin ausgewählt, die selber migrantischen Hintergrund hat. Manchmal vertraut man sich Leuten dann vielleicht auch einfach eher an. Und tatsächlich berichtet gleich der erste Mitarbeiter, mit dem sie spricht, dass er ziemlich oft fertig gemacht wird und unter großem Druck steht. An dieser Stelle habe ich mich dann zum einen ein bisschen gefragt, ob man ohne Aufenthaltstitel eigentlich arbeiten darf. Das weiß ich gar nicht so ganz genau. Und zum anderen fand ich es wieder schlimm, dass man hier ja durchaus ein gewisses System erkennt. Aber auch dieser Franchisegeber hatte dazu natürlich eine Meinung. Und wisst ihr, was ich gerade jetzt bei diesem Teilbereich auch noch ziemlich mies fand? Dieser Burger King, bei dem die Migranten besonders ausgenutzt werden, der ist dann auch noch in Dachau. ROE Burger King Dachau GmbH und Co. KG schreibt hierzu: Als Arbeitgeber muss und will meine Mandantin einen sicheren Arbeitsplatz bieten, an dem ein respektvoller Umgang miteinander gepflegt wird. Trotz aller Bestrebungen kann es im Einzelfall dennoch einmal zu individuellen Unstimmigkeiten kommen. Individuelle Unstimmigkeiten. Na gut, das stimmt ja sogar in gewissem Sinne. Wo es allerdings nie zu Unstimmigkeiten kommen darf, das ist beim Arbeitsrecht. Und auch da gibt es in diesem Burger King ein paar wirklich schlimme Geschichten. And you, when you are finished today? Ich heute ab 8:30. Heute Abend? Ich mache täglich 12 Stunden. 12 Stunden täglich? 600 im Monat. Warte mal, er arbeitet 12 Stunden täglich und das mehrere Tage die Woche und kommt dann am Ende auf 600 Euro im Monat? Okay, das kann eigentlich gar nicht wirklich stimmen. Aber eine andere Informantin bestätigt, dass das gar nicht so selten ist. Und klar, man muss bei so Informantengeschichten, finde ich, immer sehr vorsichtig sein. Aber eigentlich haben wir ja gerade keinen Grund, das zu bezweifeln. Ich habe also erlebt, dass
ein, zwei Leute, also 6 Tage die Woche gearbeitet haben, teilweise 10, 11 Stunden am Tag, denen dann auch angeblich Geld abgezogen wurde fürs Wohnen. Wohnen klingt ja auf den ersten Blick vielleicht ganz gut, weil es ja heutzutage auch schwer ist, Wohnungen zu finden. Und tatsächlich soll es sich dann dabei sogar um ein Hotel handeln. Und auch das hat sich Team Wallraff dann gleich mal angeschaut. Das ist aber nicht ganz das, was man sich wahrscheinlich unter einem Hotel so vorstellt. You have your own? No, I am with Barbecue. It's one girl here. I want this another girl. Yes. I'm not alone, I can't take you. I can't, this is Burger King. Okay. This is from Burger King. No, we stay together, who is coming here? Ja, und ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, aber da sind komische braune Flecken an der Wand und insgesamt sieht das einfach so aus, als wäre es maximal eine bessere Jugendherberge. Und für die wird dann tatsächlich offiziell Geld eingezogen. Naja, und dann kommt man irgendwie wirklich drauf, dass man zwar 60 Stunden die Woche arbeitet, aber am Ende nur 600 Euro ausgezahlt bekommt. Auch ihre Miete ziehen Sonjas Chefs ihr direkt vom Gehalt ab. Und ihre Aufenthaltsgenehmigung ist an den Burger King-Vertrag gebunden. Eine große Abhängigkeit. How much you pay? I don't know. We pay 215, I think, because we are at Topis. Und das ist für mich dann auch spätestens der Moment, an dem es für mich systematisch ist. Weil wenn man Leute irgendwie hierher holt und sie so unter Druck setzt und sie die ganze Zeit so an den Konzern bindet, dass man gar keine andere Möglichkeit hat, als entweder dort weiter zu wohnen und zu arbeiten oder das Land zu verlassen, naja, dann ist es doch letztlich nichts anderes als modernes Sklaventum, oder? Und apropos Sklaventum, das macht natürlich auch vor deutschstämmigen Mitarbeitern keinesfalls irgendwie Halt. Ein anderer Aussteiger, sogar aus dem Management, hat auch viel zu viele Stunden gearbeitet. Und eigentlich gibt es dafür ein Tool, was das verhindern soll. Hier erkennt man diese Paragraphen. Was bedeutet das? Diese Paragraphen bedeuten immer Rechtsverstöße. Okay, das hier sind alles Rechtsverstöße? Ja. Okay, das ist ja jeden Tag. Also Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, genau. Und immer so weiter. Aber das erfasst das System. Ja. Okay, und um das ganz deutlich zu machen, dieses Tool gibt es eigentlich für jeden Mitarbeiter da draußen. Und dieses Tool wird auch von der Geschäftsführung von Burger King, wenn man so möchte, zentral verwaltet, beziehungsweise kann zumindest eingesehen werden. Team Wallraff hat das da mal ein bisschen durchanalysiert. Und die folgende Zahl, keine Ahnung, ist einfach nur absurd. Innerhalb von 7 Monaten hat die eigene Software von Burger King Deutschland auf 75.000 Rechtsverstöße hingewiesen. Wir finden unter anderem Verstöße gegen Jugendschutz, Mindestlohn, Ruhezeiten und. Die Liste ist noch wesentlich länger. Nochmal, für mich ist das auf jeden Fall systematischer Betrug am Kunden, am Staat und damit natürlich auch am Steuerzahler und irgendwie, wenn man so möchte, auch an uns allen, oder? Dazu hat sich dann natürlich auch nochmal der Mutterkonzern geäußert und ich glaube, das, was wir da hören, das nennt man auch Politikersprech. Hierzu, sie nehmen die Vorwürfe ernst und ließen sie durch ein unabhängiges Unternehmen systematisch prüfen. Zum jetzigen Stand können wir jedoch die von Ihnen erhobenen Vorwürfe zu Rechtsverstößen nicht nachvollziehen und weisen diese entschieden zurück. Da die Software beispielsweise Daten nicht monatsübergreifend analysieren würde, ließen allein die angezeigten Hinweise in der Software keine Rückschlüsse auf Verstöße zu. Uff, und ich bin ganz ehrlich, ich war an diesem Punkt der Doku schon ziemlich erledigt. Aber es gibt noch eine Sache, über die wir sprechen müssen, die auch sehr viele Menschen da draußen betrifft, nämlich alle Vegetarier und Veganer oder Leute mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Denn nach der letzten Reportage aus dem Herbst ist bei Burger King ja was passiert. Und bitte wenigstens da hat sich doch jetzt was verbessert, oder? Nach der Ausstrahlung unserer Sendung wurde Burger King das V-Label entzogen. Bundesweit berichtete die Presse über das Vegan-Fiasko bei dem Fastfood-Riesen. Kein Gütesiegel mehr für die veganen und vegetarischen Burger und Nuggets. Ein enormer Imageverlust für Burger King, der auch in den sozialen Netzwerken schnell verbreitet wurde. Oh, da war ja sogar ich. Ich hoffe, ihr habt es auch gesehen. Und ein paar coole Kollegen von TikTok und Co. Aber okay, also es hat sich da tatsächlich was getan. Wir alle haben auch noch mal ein bisschen drauf gedrückt, dass das hoffentlich so bleibt. Und auf den ersten Blick hat sich Burger King, in dem Falle sogar in den USA, eigentlich eine ganz kluge Idee ausgedacht. Man nehme die Plant-Based-Produkte und füge kleine Schnipsel von Petersilie dazu.
kombiniert mit grünen Zangen und grünen Frittierkörben, sollte jetzt ein für alle Mal allen klar sein, was vegetarisch ist und was nicht. Klingt gut? Ja, könnte man glauben. Denn auch hier hat Team Wallraff natürlich wieder investigativ-journalistisch nachgehorcht. Und auch hier ist das Ergebnis direkt am Anfang schon wieder absolut bodenlos. Ich habe einen Wärmebehälter in der Hand, der eigentlich für Fleischprodukte vorgesehen ist, in dem aber trotzdem vegetarische Patties liegen und im Fleischsud schwimmen. Der Kollege nimmt kurzerhand die Pflanzenpatties und legt sie in die richtige Schale. Anscheinend egal, dass die Fleischsoße noch daran klebt. Und hier muss man nochmal ganz deutlich auf eine Sache hinweisen. Es gibt natürlich Vegetarier oder auch Veganer, die das jetzt vielleicht nicht so sehr stört. Es gibt aber auch viele, die das stört. Und es gibt natürlich auch manchmal einfach Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Und das kann unter Umständen auch durchaus gefährlich sein. Und falls du jetzt wieder denken solltest, naja, war ja vielleicht nur ein Einzelfall. Nein, leider nicht. Entschuldigung, er hat ihn den Falschen gemacht. Okay. Was machen wir damit? Wo kommt das jetzt hin? Bei das falsche Fach. Sie hat schnell eine Lösung parat. Schüttet die Pflanzenpatties in die richtige Schale und gießt den Rindfleischsud noch drüber. Herrlich. Ein Genuss für jeden Vegetarier. Schön zu sehen, die am Boden klebenden Rindfleischstückchen. Übel, wenn sogar der Chefin das egal zu sein scheint, oder? Aber eine Sache muss man doch eigentlich relativ einfach umsetzen können, nämlich das mit diesen verschiedenfarbigen Zangen. Weil ich meine, Rot ist für Fleisch, Grün für Nichtfleisch. Das kann man doch im Alltag bestimmt einfach so umsetzen. Mit der roten Fleischzange wird Fleisch gedreht, dann Plant-Based-Produkte genommen und dann wieder Fleisch. Und dann wieder Plant-Based und so weiter. Diesen falschen Umgang mit vegetarischen Produkten haben wir bei all unseren Undercover-Einsätzen bundesweit dokumentieren können. Und ich habe von euch auch in den letzten Wochen und Monaten sehr viele Nachrichten bekommen, wo mir Leute berichtet haben, dass es auf jeden Fall Nuggets gab, die eigentlich gar nicht vegetarisch waren und dass auch vegetarische Burger teilweise mit Fleischpatties belegt worden sind. Ich kann es natürlich am Ende des Tages nicht beweisen, ich habe aber auch keinen Grund daran zu zweifeln. Und insofern bleibt mir nur das, was Günther Wallraff gleich nochmal sagt, zu 100% zu unterschreiben und dann müssen wir, glaube ich, gleich sowieso nochmal reden. Und das ist für mich vielleicht nochmal der wichtigste Punkt. Burger King ist ein international agierender Fastfood-Riese, der Kunden täuscht. Politik und Behörden sind gefordert. Es braucht Kontrollen. Nicht allein, um die Kunden zu schützen, sondern genauso die Arbeitnehmer vor eklatanter Ausbeutung am Arbeitsplatz. Also zum einen, unser Staat muss in diesem Bereich mehr tun. Wir brauchen mehr Leute und dann muss man die im Zweifel eben auch besser bezahlen, wenn man sonst keine findet und wir müssen in diesem Bereich besser werden, weil man merkt es ja in Deutschland an vielen, vielen Stellen, es wird irgendwie gefühlt alles ein bisschen schlechter und das darf meiner Meinung nach nicht sein. Aber zum anderen muss natürlich auch der Konzern Burger King wirklich endlich etwas ändern. Und wenn das Franchise-System nicht funktioniert, dann muss man es einfach umstellen, denn es kann nicht sein, dass wir Kunden am Ende einfach nur Zahlschweine sind, ohne jedwede Rechte. Na gut. Das soll es jetzt erstmal von mir gewesen sein. Wir sind am Ende dieses Videos. Trotzdem würde ich mich jetzt noch sehr freuen, wenn du meinen Kanal kostenlos abonnierst. Ich habe eigentlich Lust, in Zukunft mehr solcher Videos zu machen, aber dann bin ich natürlich auch ein bisschen auf eure Unterstützung angewiesen. Und ich bin auch ganz ehrlich, Abos machen mir das Leben einfach viel, viel leichter, tun dir nicht weh und du wirst an jedes meiner Videos erinnert. Und das ist, glaube ich, einfach nur Win-Win für uns beide. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Wenn du mir sonst noch einen Gefallen tun willst, gib dem Video einen Daumen nach oben und schreib mir bitte, wenn du irgendwelche Erfahrungen mit Fastfood-Lokalen oder Restaurants hast, das auf jeden Fall in die Kommentare, weil es ist schon sehr, sehr interessant, auch das zu lesen, was andere so empfinden. Und streng genommen musst du all das jetzt doch sowieso wieder tun, denn sonst musst du jetzt gleich bei Burger King essen gehen.